Es gibt auf Griefer Games einen riesigen Merch- und Perk-Sale und diesen werde ich euch in diesem Video mal vorstellen. Wenn dir dieses Video heute auch gefällt und du keine weiteren News und Tutorials rund um Griefer Games verpassen willst, dann abonniere sehr gerne den Kanal und aktiviere auch die Glocke, weil du dann nämlich halt immer auf dem neuesten Stand bist und nichts mehr rund um Griefer Games, die neuesten News und die besten Tutorials nicht mehr verpasst. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir direkt mit dem Video anfangen. Ja, die News im Griefer Games Forum wurde gepostet und das Ganze jetzt, wenn ich das aufnehme, also in meiner Aufnahmezeit, wurde das Ganze vor 8 Stunden gepostet. Und der ganze Sale, den werde ich euch jetzt mal vorstellen. Und zwar gibt es einmal zu den Merch-Sachen, also /Merch, ihr kennt es ja, /Merch, kann man ja seine Grundstücke so miteinander verbinden, wie es hier auch ist. Und da gibt es 50% Rabatt. Das bedeutet, statt 50.000 kostet das Merch nur noch 25.000 und das ist extrem günstig für die Leute, die ein riesiges Merch bauen wollen. Die können /Merch machen und das ist einfach 50% reduziert. Den gesamten Griefer Games Forum Beitrag verlinke ich euch natürlich nochmal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da nachgucken. Gut, für mich lohnt sich das hier das Merch nicht, weil hier ist ein Grundstück mitten in der Mitte, wo dieser Typ immer online geht und hier ist nichts Wertvolles drauf, aber ich bekomme das Grundstück nicht, weil hier nichts verbaut ist. Aber auf jeden Fall machen wir weiter mit den einzelnen Grundstücken, die man ja mit /pbuy, war das glaube ich, nee, oder /p und dann kann man das irgendwie kaufen, hier Grundstück kaufen, wenn man auf ein leeres Grundstück geht oder es mit /checkplot halt nimmt, kann man das mit 5.000 machen und nicht mehr mit 10.000. Das heißt, auch 50% Rabatt gibt es auf den Plots, die man kauft. Und das Ganze geht bis zum 10.06. Genauso wie die Perks, wo wir jetzt mal dazu kommen. Die ganzen Perks sind reduziert. Ich blende euch jetzt hier mal eine Statistik ein, also beziehungsweise eine Preisliste, wie viel das Ganze kostet. Wir sehen No Hunger Perk, No Fall Perk, Slow Chat, Clear Chat, Mute P, Start Kick, Koi, Pot Bar, Keep XP 80 Plus, Feuerresistenz Plus und so weiter. Also das könnt ihr euch alles mal durchlesen. Ihr könnt auch gerne mal das Video kurz pausieren. Und was ich euch jetzt am besten raten würde, was ihr euch als erstes kaufen solltet von diesen Perks, meiner Meinung nach, was ich mir noch, also ich habe noch keine Perks, aber was ich mir auf jeden Fall kaufen werde, wenn ich denn genug Geld habe, ich bin zwar ja, Millionär auf Griefer Games, ich gebe jetzt mal ein bisschen an, aber ich will das Geld halt sehr gerne für einen Supreme-Rang, also 2 Updates auf den Griefer und Titan, Griefer und Supreme-Rang sparen, wenn es denn den Supreme-Rang gibt, ich weiß nicht, ob der aktuell im Shop ist, ja, und wenn ich jetzt halt 300.000 verdiene, kaufe ich mir das auf jeden Fall. Also das No-Fall-Perk ist wirklich das Beste, was ich euch raten kann. Natürlich gibt es auch anderes, Saatkick ist so 500.000, das ist 500.000. Mute P muss jeder selber entscheiden, was ihr halt braucht. Und Clear Chat würde ich euch generell gar nicht empfehlen, weil ihr könnt mit Addons bei Mystery Mod könnt eigentlich damit nicht den Chat clearen, aber ihr könnt auch F3 und D gleichzeitig drücken und dann ist ja alles gecleared. So. Mit dem Label Mod Addon könnt ihr es doch clearen. Ich hab's gerade, ja, mir ist gerade eingefallen. Aber auf F3D klappt immer und dann habt ihr selbst für euch persönlich alles geklärt. So. Ja, und Keep Hotbar und Keep XP und alles, das ist zwar praktisch, aber ihr könnt mit diesen Perks zwar alles behalten, aber mit dem No-Fall-Perk könnt ihr ja euch im Nether schützen. Also das ist so das Beste, was man im Nether gebrauchen könnte. Da verlinke ich euch auch nochmal hier oben rechts ein Video, wie ihr am besten in Minecraft im Nether farmt, aber da wird es auch noch ein 2022 Video Update geben, das auch in der nächsten Zeit kommen wird. Also bleibt gerne dran. Ja, in der nächsten Zeit wird vieles Geiles passieren. Nicht nur auf Griefer Games, sondern auch, ja, was in der letzten Zeit passiert ist, wird vielleicht hier irgendwo mal oben was eingeblendet sein. Könnt ihr euch mal bei diesen Videos durchklicken. No Fall Perk schützt euch auch vor pH-Fallen. Also da seid ihr auch wirklich sicher, ihr könnt dann nur noch sterben, wenn jemand euch wirklich tötet oder halt mobbt. Das Ganze geht, wie gesagt, schon vom 3.6. bis zum 10.6. genau 7 Tage, eine Woche. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde es persönlich mega geil. Das Ganze ist nur auf der 1.8. Ich weiß nicht, ob es der 1.16 schon Perks gibt. Ich mache zu der 1.16 nichts. Also ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.